Noch fließt das Wasser hier im französischen Vittel reichlich. Doch das könnte sich ändern, denn der Grundwasserspiegel sinkt. Unter anderem auch, weil der Großkonzern Nestlé seit Jahrzehnten Wasser abpumpt und es verkauft. Auch in Deutschland. The groundwater was going down and down and down. I feel really concerned about the environment. You can't see what is really happening. It's like we continue to live as if everything was all right. Vittel ist für seine Quellen bekannt, aber bald sollen die Bewohner Wasser aus einem anderen Ort trinken. Ich erwarte große Rebellion und werde eines Besseren belehrt. Parce que le problème avec Nestlé, c'est la peur. Über meine Körper. Welcome. Das ist Noemi Loisson. To be the dog. To be? Oh. No, no, he's not dangerous. Okay. He's just happy. Okay. Noemi ist 27 Jahre alt, hat Architektur studiert und kommt aus Vittel. Sie macht sich Sorgen um ihre Heimatstadt. There is no, not really information made by the politics or we didn't know what that it was happening. In Vittel soll eine Pipeline in die nächste Stadt gebaut werden, damit die Bewohner in Zukunft daraus ihr Trinkwasser bekommen. Der Großkonzern Nestlé pumpt hier seit 1992 Wasser ab und verkauft es in Deutschland, Belgien und der Schweiz. So this is the one I buy in Germany. Yes. In Germany you drink for a lot of money. I paid ordinary water. Sylvain ist Noemis Vater. Er kämpft für den Erhalt der Vittel-Quellen, denn das Vittel-Wasser ist zum Marketingprodukt und Umweltproblem geworden. Für eine der Vittel-Quellen gibt es Probleme. Hier sinkt der Grundwasserspiegel erheblich. Nestlé pumpt aus dieser Quelle bereits weniger Wasser ab, aber es reicht nicht. Hier verlassen Lkw vollgepackt mit Wasser das Werk. In dieser Fabrik werden 4 Mineralwassermarken von Nestlé abgefüllt. Knapp 1000 Menschen arbeiten hier. Wie viel Nestlé mit dem Wasser verdient, will uns der Konzern nicht sagen. Es ist Gott überlassen, aus Wolken Tropfen zu machen. Aber wenn du willst, dann lass ich es regnen. Das ist Nicolas, ein Freund von Noemi. Er wird mir beim Übersetzen helfen. Er ist 24 Jahre alt und Lehrer. Beide zeigen mir die Stadt. So there is not much demonstration signs or... About what? About Nestlé or? No, no, not at all. No. We forget that they are here. But people have no problem with it, that there is going to be a pipeline? I think people they have their opinion about it, but they don't want to show it because it's a big... Pressure. There is a lot of pressure. It's a big thing here. For the people here, I think Nestlé is like the one who give jobs, and Vittel is where they work. It's like a family. But it's a big topic, no? I mean, yeah. I thought that people would go crazy. Yes, but the thing is, Nestlé is the biggest factory in Vosges. It's like we can't be against something that we need. Mm. How come you are against it? They started to talk about it 2 years ago in the newspaper. Like the groundwater was going down and down and down. We feel pretty bad because I feel really concerned about the environment. All the politicians say that, yes, environment is a big problem. We have to do something about it. On the other side, we are doing like 15 kilometers pipeline to take water in another city. Because this company needs water to make profits. I mean, it's always about money. And I mean, I buy the water. And you buy the water, and this is for I you. I feel bad, and yeah. And this is the water for Germany. Even me, I buy water at the supermarket. And I know that our product is drinkable. It's not the same taste, okay? I think we are very difficult with the taste. You can find a lot of water bottles in the supermarket, while there's no much water under the ground. It's like you can't see what is really happening. It's like we continue to live as if everything was all right. Hallo? Hallo, Frau Bockhold. Gülseren Ölçüm hier. Hallo. Ina Bockhold arbeitet bei der Stiftung Warentest als Redakteurin für Ernährung. Warum trinken wir in Deutschland denn so viel abgefülltes Mineralwasser? Die Deutschen vertrauen dem Mineralwasser besonders. Es hat auch ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist nämlich natürlich rein.
dieses Wasser kommt praktisch direkt aus der Tiefe, direkt von Mutter Natur und ist noch nicht so durch den Wasserkreislauf gegangen, wie zum Beispiel das Leitungswasser. Ist das Leitungswasser dann schlechter oder es hat ein schlechteres Image? Am Ende ist das Wasser, was wir aus dem Hahn zapfen, genauso gut wie das Mineralwasser. Wir haben vor 2 Jahren exemplarisch das Trinkwasser von 28 Städten und Gemeinden untersucht und haben festgestellt, dass die Qualität gut ist und dass sich niemand Sorgen machen muss wegen der Trinkwasserqualität, selbst wenn man krank ist oder besonders empfindlich. Das heißt, eigentlich ist es doch Quatsch, dass Personen wie ich zum Beispiel uns abgefülltes Mineralwasser kaufen. Sie können genauso gut Leitungswasser nehmen, um ihren Durst zu löschen, wie das Mineralwasser. Wir haben mehr als 800 Marken und das verteilt sich über die ganze Republik. Das heißt, wenn jemand lieber Mineralwasser als Trinkwasser trinken möchte, dann kann er auch Mineralwasser aus seiner Region kaufen. Also man ist nicht gezwungen, Mineralwasser aus Frankreich zu kaufen. Leitungswasser kann man also bedenkenlos trinken, dadurch spart man Plastikmüll und Transportwege. Dass man nur 6 Flaschen abfüllen darf, steht an diesem Brunnen übrigens schon länger. Die Problematik mit dem sinkenden Grundwasserspiegel scheint aber nicht alle zu stören, denn Nestlé ist ein großer Arbeitgeber in der Region, neben einer Käsefabrik. Nestlé, ouais, certes, c'est bien leur consommation. Moi, je trouve que ils ont pas mal de bouteilles qui s'en vendent chaque année. Moi, je trouve que c'est bien. Ils ont qu'à aller chercher une source ailleurs. Mais bon, ce serait dommage quand même, que ça soit en dehors de Vittel. Hein. Für diese Frau gilt also Arbeitsplätze vor Nachhaltigkeit. I think our generation will be okay. But think, next one. And I hope. So if we just think about us, that's fine. I'm not sure. Yes. I think it's a very big emergency. But yes. Ich habe meine Fragen an Nestlé schriftlich gestellt und bekomme die Antworten per Video. Das ist Cedric Egger, Wasserqualitätsmanager bei Nestlé. I can understand that residents have some concerns. Nevertheless, this solution has been proposed and decided on scientific data. And this is definitely the best solution in order to foresee a sustainable future in the area. Ich frage, warum Nestlé nicht noch weniger Wasser aus der Quelle abpumpt. Actually, Nestlé already proactively reduced its withdrawals by 25%, but is still ready to further reduce the withdrawals in order to get to the sustainability. Ob das reicht, bleibt fraglich. Seit Jahrhunderten gelten die Vittel-Quellen als Heilwasser. Viele Franzosen kamen nach Vittel, um im Thermalbad ihr Leiden zu kurieren. Doch wer weiß, wie lange hier noch das Wasser sprudeln wird. Auch einige Bewohner aus der nächstgelegenen Stadt haben Bedenken, dass demnächst ihr Grundwasser angezapft wird. Sylvain, der Vater von Noemi, bringt mich zu Jean-Marie. Er ist Bauer aus Val-Froicourt und ist einer der wenigen, der vor der Kamera sprechen möchte. So why are you protesting against the pipeline? Oui, moi je suis contre. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils vont chercher l'eau dans le GTI, la nappe phréatique GTI qu'on appelle, qui est c'est une nappe qui est protégée sous une couche d'argile, donc à l'abri de toute pollution. C'est une réserve d'eau importante pour le consommable au niveau de l'alimentation. Et c'est dommage qu'elle soit vendue exportée. D'ailleurs, si Nestlé vient la chercher ici, c'est parce qu'ils ont déjà séché la région de Vittel et que ça pose aujourd'hui des problèmes d'approvisionnement en eau potable pour les gens de cette région-là. Der Bauer Jean-Marie hat Angst, dass er durch die Pipeline bald seine Felder nicht mehr bewässern kann. Sylvain und Jean-Marie haben aber auch Bedenken, dass das Wasser verunreinigt wird. Das Gebiet um Vittel ist ein Naturschutzgebiet und unterliegt besonderen Auflagen. Die beiden wollen mir noch etwas zeigen. Sylvain ist Künstler und er arbeitet gerade an einer Protestinstallation aus Strohballen. Es ist noch nicht ganz fertig. Porte du Désert, Desert Gate. Ah, Desert Gate. Il y a d'abord un problème de principe. L'eau est faite pour les hommes. Elle n'est pas faite pour uniquement l'industrie. Dans un deuxième temps, s'il y a une industrie de l'eau, pourquoi pas? Mais en premier, les habitants ne doivent jamais être privés d'eau. Voilà. Et Nestlé prive d'eau. Ça, c'est le sens général. Mais aussi, il y a un autre aspect. Ils veulent faire des pipelines qui vont coûter très cher. On parle de 15 millions d'euros. À 50 millions d'euros.
on n'est pas sûr de la qualité de l'eau qui va être captée. On n'est pas sûr, il y a beaucoup d'incertitudes. Actuellement, nous sommes dans une position de prudence, d'une part, et on pense que c'est parfaitement injuste. C'est d'abord aux gens de décider comment ils doivent vivre avec l'eau qui leur appartient. Voilà. Et que ce soit l'État à Paris ou Nestlé en Suisse ou l'argent qui vient du monde entier, c'est pas eux qui doivent décider. Voilà, déjà pour commencer. Ensuite, moi, c'est une Rebellion personnelle. Unser Mineralwasserkonsum trägt dazu bei, dass bei anderen Menschen das Grundwasser sinkt. Vielleicht sollten wir uns Gedanken machen, wie wir Wasser konsumieren möchten und ob wir wirklich abgefülltes Mineralwasser aus dem Ausland brauchen. Bevor es zurück nach Deutschland geht, werde ich mir auf jeden Fall hier noch ein bisschen Wasser abzapfen, weil es mega geil schmeckt. Ein bisschen besser als das, was ich bisher getrunken habe, aus so Plastikflaschen. Aber zurück zur Reportage, wie hat sie euch gefallen? Kanntet ihr die Problematik, die hier vor Ort herrscht, hier in Vittel? Und wie macht ihr es selber? Trinkt ihr das Wasser aus dem Hahn oder kauft ihr immer abgefülltes Wasser aus Plastikflaschen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, schreibt mir auch eure Fragen in die Kommentare. Ich werde dann nächste Woche sie auf unserem Zweitkanal Y2 beantworten.